AZK ist eine Informationsstelle, eine neutrale Informationsstelle. Wir bewerten hier nicht, ist es gut oder schlecht. Wir hören. Wir lassen uns alles sagen. Das ist der Sinn der AZK. Ich kann euch nicht versprechen, dass ihr heute alles nur die Wahrheit hört. Das wollen wir nicht. Wir sind nicht hier, um zu sagen, ihr hört hier nur die Wahrheit und die absolute Wahrheit. Wir sagen aber eines, hier hört ihr sicher das Unzensierte. Ja? Es gibt keine einzige Impfung, die wo auch nur für wenige Stunden imstande ist, uns, unsere Kinder oder unsere Tiere überhaupt vor einer Krankheit zu schützen. Keine einzige Impfung. Die Einführung von Gentechnik in Europa kann nur zu einer Katastrophe führen. Selbstverständlich Krankheiten, Hunger, Teuerung, Bienensterben, alles, was damit verbunden ist. Unsere Umwelt wird für immer verseucht. Irreversibel, nie wieder rückkehrbar zu machen. Auch unsere Lebensmittel werden verseucht. Deshalb fragen wir uns, was hat das Leben überhaupt noch für einen Sinn, wenn unsere Lebensmittel vergiftet werden, wenn unsere Umwelt für immer verseucht wird. Das CO2 und die Treibhausgase übernehmen die Verantwortung, dass sich die Atmosphäre, die Luft, unsere Luft nicht überhitzt, sondern sie sind der Mechanismus, um die Wärme, Energie aus der Atmosphäre herauszubekommen. Das heißt, letzten Endes kühlt CO2. Was ist in den Chemtrails enthalten? Es ist ein krebserregender Treibstoffzusatz und ein Insektizid mit einem chloroformähnlichen Geruch. Da fragt man sich natürlich, was läuft da ab? Die Chemikalien gefährden unsere Gesundheit. In dieser Ortschaft, die nahe an der Autobahn liegt, kamen drei zusätzliche Mobilfunkantennen und schon kam es zu einer sprunghaften Vermehrung der Krebsneuerkrankungen und die Leute sind quasi früher am Krebs erkrankt. Es ist ein Angriff auf die Familie, es ist ein Angriff aufs Leben, diese Technik. Und es gibt nur einen Weg, dem zu begegnen und es ist absolut konsequenter Verzicht. Jeder Mensch soll sein Geschlecht selbst wählen können. Er soll selbst bestimmen, ob er Mann oder Frau sein will oder beides zusammen oder das, was immer gerade seinem augenblicklichen Empfinden entspricht. Und niemand darf sich dieser freien Entscheidung entgegensetzen, denn das wäre eine Diskriminierung. Jede Erkrankung entsteht mit einem allerschwersten, hochakut dramatischen und isolativen Konfliktereignis Schock. Aber die Krankheit ist nur ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm, uns zu helfen, einen gewissen Konflikt zu überwinden. Was soll Genik? Der Staat entscheidet, wer lebt und wer nicht. Wer sich fortpflanzen darf und wer nicht. Wir sehen unglaublich viele Zitate von der globalen Elite, wo sie eben sagen, wir wollen die Weltbevölkerung reduzieren auf 500 Millionen Menschen. Keine Bank verleiht Geld. Banken vergeben Kredite. Das heißt, ich brauche keinen Sparer. Die Bank braucht keinen Sparer, der erst Geld zur Bank hinträgt und die Bank dann einen Kredit vergibt und das Geld irgendjemandem anderen reicht. Nein, die Bank vergibt Kredite. Let me see the hands of those people who like war. Wer Krieg mag, der hebe bitte seine Hand. Well, today you are already in a war. Heute befinden wir uns alle bereits in einem Krieg. The big population control factor that we're going to talk about today is food. Das Werkzeug für Bevölkerungskontrolle und Bevölkerungsreduktion, über das wir heute sprechen, ist Nahrungsmittel. Everyone eats. Jeder von uns muss essen. And if your food is poisoned, you will die. Und wenn unser Essen giftig wird, dann sterben wir dran. And the pharma industry makes money because they tell everybody that you are sick. Und die Pharmaindustrie verdient eben einen Haufen Geld, indem sie ihnen allen sagt, sie wären krank. And they do nothing but annihilate the population of this world. Und diese Konzerne tun nichts anderes, als die Bevölkerung in der Welt zu eliminieren. Diese Note ist ein legales Zahlungsmittel für alle privaten und öffentlichen Schulden. Steht da was von Geld? Doch hey, ich dachte, das ist Geld. Nee, das war der Lagerschein für Geld. Geld waren Edelmetalle.
Gold und Silber. Der Hochfinanz, meine Damen und Herren, geht es niemals ums Geld. Mit Geld geschieht es. Die systematische Vermögensumverteilung von Arm nach Reich. Die Frage ist ja, was ist am 11. September passiert? Das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, und das ist beweisbar, ist, dass die offizielle Version nicht stimmt. Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Den Terror selber in die Welt gebracht? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Mind control means... Bewusstseinkontrolle bedeutet... That there are devices... Dass es Gerätschaften gibt... That can take over your brain. Die dein Hirn übernehmen können. So für mich der Schlüsselsatz, ja, für mich die Schlüsselerkenntnis, dass die US-Seuchenbehörde CDC kann zu jeder Zeit an jedem Ort der Welt eine Pandemie ausrufen. So, und wenn die Lust drauf haben, in Wittenau eine Pandemie zu starten, dann kriegt die das auch hin. Die ersten Bilder, die vom Mond kamen, waren so schlecht, dass man eigentlich fast gar nichts erkennen konnte. Warum? Gibt keinen technischen Grund dafür, meines Erachtens. Dann gucken Sie sich das Ding an, ne? Beduinen im Weltraum. Mit so einem Ding würde ich nicht mal von hier bis zum nächsten Lidl fahren. Das fällt auch auseinander. Gucken Sie sich das mal an. Die Menschheit lehnt genmanipulierte Nahrung ab. Diese Technologie kann neben der Natur nicht existieren. Es ist eine Technologie, die verschmutzt, verdirbt und letztendlich die natürlichen Arten zerstört. Amalgam bei weitem das giftigste Zahnmaterial ist, was es eigentlich gibt. Der Zahnarzt hat das Amalgam entfernt und dann wollte eben der Terry Pratchett, der wollte diese Amalgamfüllung mitnehmen als Andenken nach Hause. Und das durfte er nicht. Dann hat er gefragt, ja, wieso darf ich das nicht? Dann sagt der Zahnarzt, ja, das ist hochgiftiger Sondermüll, den dürfen Sie nicht mit nach Hause nehmen. Ist es so, dass Baxter, das Pharmaunternehmen, hat in Österreich im Februar 72 Kilo ganz normale Grippenimpfstoff mit dem lebenden Vögelgrippe-Virus verseucht. Und diese lebende Vögelgrippe-Virus ist von der Weltgesundheitsorganisation gekommen. Es ist so gefährlich, es hat eine 60% Sterberate, dass nur wenige Labors das überhaupt haben dürfen. Und Baxter und WHO sind bereit, diese Pandemie-Impfstoffe an die ganze Welt zu empfehlen und davon sehr viel Geld davon verdienen. Ich entdecke eine Zeitung aus Deutschland, den Spiegel. Auf dem Titelbild sah mich der altehrwürdige Kölner Dom an. Bis hierher im Wasser, nur noch die Spitzengruppen draußen. Darunter die Klimakatastrophe. An dem Tag war die Klimakatastrophe wirklich geboren. Habe ich beim Spiegel in Hamburg angerufen. Ich sagte, was hast du dir dabei gedacht? Ja, er sagte, aufwecken. Ne? Und dann sagte ich, und Angst machen. Ne? Und dann antwortete Augstein, der hat genau gewusst, was er da getan hat. Er sagte, ohne Angst der Massen kriegen sie keine Bewegung der Massen. Kommt eine neue alternative Bewegung auf, die irgendwelchen Interessensgruppen des Establishments in die Quere kommt, so wird sie sehr schnell als Sekte verleumdet. Und deren Leiter ist dann entweder ein Guru oder ein Sektenboss. Zensur ist, dass jemand da ist, der bestimmt, was zu denken ist, was wir zu denken haben. Und dieser jemand, der ist erstmal schwer zu benennen, aber immerhin kommt man der Sache schon etwas näher, wenn man einen Satz zitiert, den ein guter Freund von mir geprägt hat, der armenische Philosophieprofessor Karen Svassian, der mal sagte, wir leben in einer virtuellen Welt, die von den Medien gemacht ist. Ganz viele Leute, die Regierungen müssen sehen, dass wir nicht mehr bereit sind, unser Leben zu verstrahlen, unsere Lebensqualität einschränken zu lassen, unsere Gesundheit nachhaltig zu schädigen. Wir wollen kein Volk sein, das nur noch eine halbe Stunde am Tag arbeiten kann, weil sie die restliche Zeit vom Tag einfach total verstrahlt ist und nichts mehr auf die Reihe kriegt. Ja? Also das kann einfach nicht mehr so weitergehen. Und dieser Mann war es, der die Impfpflicht eingeführt hat. Auf ihn ist das Ganze zurückzuführen, damit Sie wissen, was Impfen ursprünglich war. Er hat zuerst in Frankreich alle Kinder, alle Spitäler dort durchimpfen lassen und schließlich dann seine Soldaten.
Das heißt, wenn der es überlebt hat, wenn der gesund war, und das waren unter 180 bis 90, und dann hast du bekommen einen Staatsposten, einen Militärposten. Das war eine Auslese. Ganz ehrlich, bitte die Hand hoch, wer hatte da vermehrt Streit mit seinen Eltern als Teenager? Ist sowas beobachtet worden? Oh, das ist ein schlechtes Zeichen. Das ist die oppositionelle Trotzstörung, die daraus gemacht worden ist. Im Jahre 1995 waren in Deutschland nur 5000 Kinder auf Psychostimulantien wegen angeblicher Hyperaktivität. Im Jahre 2009 waren das bereits 500.000 Kinder und Jugendliche nur in Deutschland. Kinder, die folgendes Verhalten an den Tag legen, Achtung, rutscht auf dem Stuhl herum, ist ein Symptom für die Hyperaktivitätsstörung. Macht seine Hausaufgaben nicht ordentlich. Das sind keine Symptome von Hyperaktivitätsstörung, sondern von einem anderen Syndrom, nämlich der ganz normalen Kindheit, würde ich mal sagen. Also das Politikum besteht bis auf den heutigen Tag in der Frage, hat Churchill die Chance in den Händen gehalten, das Morden und den Krieg zu beenden? Und wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, dann sind sicherlich einige Bewertungen, was die Person Churchills, was die Politik Großbritanniens betrifft, auch die Politik des dahinterstehenden Amerikas, in einem völlig neuen Licht zu sehen. Wussten Sie, dass Hitler noch am Nachmittag vor Kriegsbeginn dem Reichstagspräsidenten Göring seine Zustimmung für die Fortsetzung der Verhandlungen mit der britischen Botschaft in Berlin gegeben hat, um den Krieg doch noch abzuwenden? Wussten Sie, dass die deutsche Reichsregierung den Polen kurz vor Kriegsausbruch einen 16-Punkte-Vorschlag zur Regelung der deutsch-polnischen Probleme gemacht hat? Die Leute glauben allen Ernstes, sie legen ihr Geld an bei einer Bank und dort arbeitet es. Ich weiß nicht, wer schon mal einen 10-Euro-Schein oder 100-Franken-Schein mit einer Schaufel gesehen hat, irgendwo arbeiten. Sehr selten. Weil Geld kann nämlich gar nicht arbeiten, nur Menschen können arbeiten. Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Ich meine, was dem Herrn Seehofer da rausrutscht, ist die Bankrotterklärung des politischen Systems, in dem er eine Figur ist. Das heißt, diese Person legt also selber Felder an, ist in der Genehmigungsüberwachungsstruktur für ihre Felder, macht die Lobbyarbeit für ihre Felder und vergibt sich das Geld selber für die Felder. Das ist natürlich sehr praktisch, ein sehr enger Dienstweg, da kann man alles klären, so von Synapse zu Synapse. AZK bedeutet Anti-Zensur-Koalition. Die AZK hat das Ziel, dass der Souverän wieder sagt, was zensuriert werden bzw. nicht zensuriert werden darf. Darum möchte ich mit der AZK die Führungsinstanz über Ja und Nein, über Zensur wieder dem Volk zurück in die Hand geben. AZK ist rein mit dem Grund da, zu informieren. Stimme und Gegenstimme. Dann hat die AZK ihren Auftrag erfüllt.